ist doch herrlich, wa? Diese Ruhe hier. Man kann vom Alltag, vom Stress abschalten, das ist fantastisch. Abschalten könnte man derzeit auch beim FC Eisenach. Die erste Mannschaft als Aufsteiger auf dem einstelligen Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft schickt sich an, den Titelkampf in der Kreisliga wieder spannend zu machen. Die dritte Mannschaft steht irgendwo im Niemandsland, die bolzen da einfach nur zum Spaß vor sich hin. Sind auch gesichert, haben nichts mit dem Aufstieg zu tun. Absteiger gibt es ja da ohnehin nicht. A-Junioren schicken sich an aufzusteigen, wollen nächstes Jahr wieder in der Verbandsliga spielen. Tja, und sogar unser Trainerduo, möchte man meinen, könnte es sehr, sehr ruhig haben. Gesperrt sind Andreas Grimm. Gesperrt sind nicht Carsten Stoll, sondern René Gois. Carsten Stoll ist dafür verletzt. Danilo Paunovic ist verletzt. Daniel Reinhardt ist verletzt. Es ist kaum jemand, der nicht verletzt ist. Aufgestellt wird derzeit beim FC Eisenach, wer pünktlich am Bus ist. Und selbst der wartet momentan 5 bis 10 Minuten, wenn wirklich noch jemand fehlen sollte. Heute wird Max Frank eine Einsatzchance von Anfang an im Sturm bekommen. Ja, Mühlhausen heißt der Gegner. Es ist das Westthüringen-Derby. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Schaut es euch einfach an. 1-3. Für? Eisenach. Du sagst Mühlhausen gegen Eisenach. Tja, mein Nachbar Thomas hat keine Ahnung vom Fußball, aber solche Leute frage ich ja am liebsten. Und wer sind Sie jetzt und was beabsichtigen Sie? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja. Gut, der Einlauf der Mannschaften. Ein mit Spannung erwartetes Derby, wenigstens von Eisenacher Seite aus. Mühlhausen hat ja jetzt ein großes Pokalspiel vor der Brust. Am Mittwoch, glaube ich, empfangen sie den FC Carl Zeiss Jena. Das ist das Spiel des Jahrzehnts für die Unioner. Mal sehen, ob die die Eisenacher überhaupt wahrnehmen. Und das war der Anpfiff zur heutigen Begegnung. FC 0 Mühlhausen gegen den FC Eisenach. Wir möchten die nun beide Mannschaften noch kurz vorstellen. Ja, eine schöne Sache, dass man hier darauf hingewiesen wird, dass das der Anpfiff war. Spaß beiseite, die Eisenacher begannen sehr, sehr gut. Markus Arndt, erste Möglichkeit, Außennetz. Und Abseitsposition dieser Linienrichter war sehr, sehr genau. Toni, Mann! So ein Blümmer. Ja, ihr hört's, neben mir steht Fachpublikum, sehr kritisches Volk, die Spielzüge hier fast pausenlos kommentierten. Philipp Baumbach und Janke läuft knapp an der Flanke vorbei. Dann auch mal die Hausherren. Und im Tor, ihr seht, Dominik Werner von den A-Junioren bekam ebenso wie Max Frank von Anfang an die Einsatzchance. Hat hier Gelegenheit, sich auszuzeichnen bei diesem Kopfball von Martin Janda. Ja, falsch gewachst. Torhüter Christoph Kawczynski rutscht da weg. Passierte später einem Eisenacher Verteidiger ebenso. Vielleicht hat da jemand Öl liegen lassen. Dann ein Freistoß für Eisenach. Ja, eben. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, das habe ich auch so gesehen. Und das wird Thomas Kröger sehr, sehr recht gewesen sein. Und erst recht unserem Captain. Tja, liebe Mühlhäuser, wenn er den nicht auf dem Zettel habt, dann schlägt er erst recht zu. Wie schon in Altenburg trifft auch hier unser Kapitän zum 1:0 für die Wartburgstädter. Nach 14 Minuten ein klasse Auftakt. Thomas Hahn. Ja, das ist Mühlhäuser Härte. Ja, der junge Mann könnte noch als Jugendlicher als Flaggschutzhelfer gedient haben. Der ist anderer Härten gewöhnt. Wieder die Eisenacher. Und wieder springt Arndt knapp am Ball vorbei. Die Chance ist immer noch da. Janke. Und die Möglichkeit für Max Frank. Eisenach in der ersten Halbzeit hinten kompakt stehend und nach vorne mit nadelstichartigen Kontern. Hier über Frank. Hier verfehlt Max Franks Ball den Stürmer Markus Arndt und der hat hier noch eine bessere Gelegenheit. Hört es euch an. Mann, Scheiße! Ja, solche Wörter würde ich nie in den Mund nehmen, aber gefühlt habe ich ähnlich. Hier verlängert Frank Klug einen Ball. Hey! Dann wird Fuhrmann gehalten. Sehr zum Unwillen der Umstehenden, wie ihr gerade hören könnt. Ja, ja. So geht's halt zu beim Fußball. Freistoß durch Miroslav Ferner.
Gute Möglichkeit durch Daniel Schmidt. Wieder die Mühlhäuser. Fuhrmann erwies sich einmal mehr als Turm in der Abwehr. War wirklich an häufig an Situationen beteiligt, in denen seine Kopfballstärke gefragt war. Sehr gut. Dominik Werner spielt mit. Na, ich weiß es nicht. War nicht so Marvin. Und die Halbzeitpause. Eisenach zufrieden mit dem Spiel. Vor allem mit dem Spielstand. Und ja, das sieht doch ganz nett aus. Der zweite Durchgang. Einwurf durch Volker Harnack. Und Toni Braunschweig. Ja, wenn Eisenach nicht für Torgefahr sorgt, dann machen das die Einheimischen selber. Oh, Jammeräusi! So was sagt man aber nicht. Und dann der Pfiff. Und damit waren die Eisenacher natürlich nicht zufrieden, weil Frank ja zuerst gehalten wurde. Aber sei zur Ehrenrechnung des Schiedsrichters gesagt, das hat er nicht sehen können. Hier braucht Dominik Werner nicht einzugreifen, sah gefährlicher aus, als es war. Und dann Arndt mit einer der wenigen Möglichkeiten im zweiten Durchgang. Vielleicht für Gefahr zu sorgen. Toni Braunschweig weiter glücklos. Dann wird Hahn gestoßen. Nein, nein, er wurde gestoßen. Er freistoßberechtigt. Dann hören wir mal, wie unzufrieden manche Leute sind. Martin Janda findet es nicht gut, dass er sich da den Ball selber holen muss. Oh, drüber gehalten. Ja, das Spiel wurde dann härter. Schiedsrichter musste einige Male die gelbe Karte zeigen. Hier gegen André Meyer von Union. Das war vorher dann hingeschoben. Hat er anders gesehen. Und dann Freistoß. Drüber gehalten von Chris Hohmann, der eingewechselt wurde für Max Frank. Ja, der hat ein ziemliches Organ, der Christoph Kapczynski. Den hörte man einige Male über den Platz schreien. Hier verliert Toni Braunschweig den Ball. Und daraus erwächst diese Szene. Dominik Werner gegen Daniel Schmidt als Erster am Ball. Waren es in der ersten Halbzeit noch die Eisenacher, die gekontert haben, so waren es jetzt die Mühlhäuser. Die zu einigen guten Möglichkeiten kamen. Dieser Treffer zählte nicht aufgrund der Abseitsposition und das brachte das Mühlhäuser Publikum in Rage. Freistoß für die Nummer 8, das ist der Kapitän Frank Schneider. Steckt den Ball hoch nach innen. Da wird geschoben, aber nicht unterbunden. Und dann sucht Dominik Werner den Ball und hat ihn sicher. Er macht im Großen und Ganzen seine Sache gut. Bekam hinterher ein Lob von Trainer Roland Hollig für eine solide Leistung im Kasten. Schöner Seitenwechsel dann auf die Nummer 3, Martin Janda. Und wieder Fuhrmann, der da hinten klärt. Chris Hohmann verfehlt da den Ball, macht ihn wieder scharf. Die Situation schien bereinigt. Jetzt kommt er. Und jetzt Hohmann im Abseits. Und der weite Ball und der kommt auch an. Das ist Wahnsinn. Mühlhausen zeigte wirklich in der zweiten Halbzeit ein starkes Spiel. Ihr hört es an der Resonanz des Publikums, die sind nicht zufrieden. Dominik Werner aus dem Tor. Verkürzt den Winkel nicht. Schalter einer neben mir war, aber trotzdem richtig gewesen. Hat gut gemacht, genau richtig raus. Ah ja, gut. Haben wir das eingesehen? Einwurf für Mühlhausen.
Ja, ja. Und plötzlich ist da Gefahr. Es soll Hand gewesen sein. Ja, sieht Flosse Fuhrmann ganz und gar nicht so. Es gibt Eckball. Ihr könnt euch mal anschauen, wie sehr das Eisenacher Tor unter Dauerbeschuss gestanden hat. Der Druck der Mühlhäuser wurde stärker. Diesmal ist es kein Abseits. Dieser Treffer zählt. Liebe Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Ja, diese Einschätzung teile ich, obwohl ich auch sagen muss, dass dieser Ausgleich der Mühlhäuser hoch verdient war. Wurde weiter gekämpft. Der Mannschaftskapitän Frank Schneider war nicht der letzte Mann. Das schonte ihn vor der roten Karte. Der Freistoß von Braunschweig. Und Markus Arndt gegen das Außennetz. Noch einmal eine Möglichkeit. Und noch einmal ist Dominik Werner da draußen. Da fordern die Mühlhäuser Zuschauer die rote Karte gegen den Eisenacher Torhüter. Eigentlich hätte es gelb geben müssen für die Mühlhäuser. Der ließ sich hier eindeutig fallen. Ja, ja, haben wir ja schon gehört. Und dieses Spiel ist dann zu Ende. Ein leistungsgerechtes Unentschieden. Aufgrund zweier unterschiedlicher Halbzeiten. Die Wartburgstädter am kommenden Wochenende gegen Einheit Rudolstadt zu Hause im Wartburgstadion. Dann werden wir uns wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.